Guten Morgen. Ich hatte diese Woche ein Buch in den Händen, das nennt sich Liebe, Leiden und Begehren, wie Filme unsere Beziehungen beeinflussen. Und das ist natürlich so ein Thema, gerade weil es ja dann auch um Liebe geht, was mich total interessiert hat, weil ich ja der Meinung bin, dass unsere Liebe, unser Bild von der Liebe, was wir haben, Großteil einfach nur konditioniert ist. Dass viele Menschen gar keinen Zugang dazu haben, was tatsächlich Liebe bedeutet. Was Liebe bedeutet, dazu habe ich schon ein paar Videos gemacht, vielleicht verlinke ich euch oben das ein oder andere. In dem Buch werden 20 Filme bzw. Serien analysiert, um dann festzustellen, wie diese Filme den Menschen beeinflussen. Das ist zumindest das Versprechen des Buches gewesen. Und ohne Zweifel prägen die Medien unser Bild von der Gesellschaft und auch das Bild von der Beziehung und hat auch einen Einfluss. Und dann war ich eigentlich davon überzeugt, dass mir dieses Buch das dann aufzeigt. Aber es ging dann schon los bei der Begrifflichkeit, wie Liebe, wie das die Liebe benutzt wird, das Wort die Liebe. Und die Liebe, da gibt es viele Definitionen, aber wenn von Liebe geredet wird in dem Buch, dann entspricht das eher ja, so eine Form von Besitz. Und das Buch hätte meiner Meinung nach nicht heißen sollen Lieben, Leiden und Begehren, sondern Leiden und Begehren. Denn so wie die Liebe in dem Buch dargestellt ist, geht es nur um Begehren und Leiden und nicht tatsächlich um Liebe, um Sein, um Akzeptanz. Und ja, daher kann ich schon mal sagen, wir die Liebe. Nach meiner Auffassung, wer das teilt, wie ich Liebe sehe, was ich denke, was Liebe ist, der sollte bei dem Buch nicht mit der Hoffnung, dass in irgendeiner Weise die Liebe als solches dargestellt wird im Sinne einer bedingungslosen, einer besitzlosen, eines besitzlosen Zustandes, sondern die Liebe ist hier tatsächlich ja, einfach assoziiert mit Besitz eines anderen Menschen. Das nur mal vorneweg. Also wer da etwas über diese Liebe erfahren will, da ist tatsächlich das falsche Buch. In dem Buch geht es dann ja, wie folgt los, dass man ein kurzes Vorwort hat und dann werden die 20 Filme und Serien vorgestellt. Und darin dann auch so ein Kernelement der Beziehung herausgearbeitet. Da gibt es zum Beispiel die Serie House of Cards, wo dargestellt wird, wie man öffentlich wirksam seine Liebe präsentiert. Und das hat natürlich auch auf jeden Fall Parallelen zur heutigen Zeit von den Menschen im Social Media, dass man dann halt ein Foto postet von sich und seiner Frau oder bei YouTube einen gemeinsamen YouTube-Kanal macht und ja, da gewisse Mechanismen wirken. Und das wird dann halt sozusagen dargestellt, wie das halt in der Serie ist und wie das halt in der Realität ist. Auch wie zum Beispiel Liebe instrumentalisiert werden kann, gerade im Bereich der Öffentlichkeit. Dann der Film Titanic, das ist auch so ein Ding. Da wird halt gezeigt, wie die Grundauffassung vieler Menschen, dass Liebe alles überdauert, in dem Film umgesetzt wurde. Und ja, und dann auch die Frau, die wurde ja zwar quasi zwangsverheiratet oder sollte zwangsverheiratet werden, wie Liebe sozusagen als Schicksal, als soziales Schicksal eben auch existiert und das natürlich auch in der Realität so ist. Das heißt, es wird die Liebe dargestellt, eine Ableitung auf die Realität gezogen oder Parallelen. Aber die tatsächliche Prägung der Medien auf die Realität, das, was versprochen wird in der Überschrift, in dem es heißt, wie Filme unsere Beziehungen beeinflussen, das wird überhaupt nicht angesprochen. Also wie tatsächlich Medien oder Filme uns beeinflussen, wie das funktioniert, das wird nicht angesprochen. Es werden nur die Parallelen aufgezeigt, dass im Film etwas dargestellt wird, was auch in der Realität existiert. Und das wird dann aufgearbeitet. Und ja, das ist für mich total enttäuschend gewesen bei dem Buch. Also, ich habe das Buch unter einem anderen Vorwand rezensiert und mir auch durchlesen wollen. Und natürlich ist es ganz interessant zu lesen, ja, wie
Probleme im Alltag sich auch in Filmen wiederfinden, aber das, dafür würde ich jetzt auch keine 20 Euro ausgeben wollen. Das ist der Preis des Buches. Das Buch kostet 20 Euro bei Amazon, ich habe es euch unten verlinkt. Und erfreulich ist, dass man das E-Book gratis dazu erhält. Das ist schön, aber trotzdem, meiner Meinung nach, rechtfertigt das nicht den Preis von 20 Euro. Und ich fühle mich auch getäuscht durch den Titel, wie Filme unsere Beziehung beeinflussen, weil tatsächlich nicht kausal darauf eingegangen ist, wie Filme tatsächlich, also wie Medien, Serien, Filme, uns beeinflussen. Sondern es wird im Endeffekt, ich habe es dreimal, jetzt zweimal gesagt, jetzt das dritte Mal, es wird im Endeffekt nur dargestellt, was auch eine Realität existiert. Es werden da Parallelen gefunden und ja, das war's. Von daher muss ich sagen, das ist wirklich sehr interessant auch. Ne? Also wenn das die Überschrift und ich das mit einer anderen Intention rezensiert hätte, hätte es bestimmt eine bessere Bewertung gegeben. Aber das ist ja ganz klar für mich, auch weil Lieben, die Liebe halt im Endeffekt nur Besitz ist, noch so dargestellt wurde, auch das sehr negativ für mich. Ich kann hier tatsächlich wirklich nur 3 Sterne geben. Und das Buch, das Einzige ist, dass dieses Buch an sich beweist quasi, dass Liebe ja ein gedankliches Konstrukt ist und nicht beweist, dass es ein gedankliches Konstrukt ist, aber das Buch beweist im Endeffekt, dass wenn man die Liebe als gedankliches Konstrukt sieht und dieses dann mit dem Buch präsentiert der Öffentlichkeit, dann beweist dieses Buch als einziges konkret, wie Medien, Beziehungen oder die Sicht auf Liebe tatsächlich prägt. Wenn man dann das Buch liest und liest von Liebe, was nur mit Begehren und Leiden zu tun hat. Und ja, das ist das Einzige, wo das Buch tatsächlich dann der Überschrift gerecht wird. Also so, dass es selber beeinflusst und das in einem negativen Sinn. Ja, ansonsten, wie gesagt, 3 Sterne. Es ist sehr, sehr interessant, diese Filme wirklich mal aufzuschlüsseln und die Serien und die Sachen rauszulösen. Aber es entspricht meiner Meinung nach nicht dem Untertitel. Und von daher, ja, sehr, sehr interessantes Buch. Aber 2 Sterne Abzug, weil es halt zum einen die Liebe definiert, wie ich sie nicht sehe. Und zum anderen, weil es eben nicht der Überschrift gerecht wird, dass es mir sagt, wie das kausal zusammenhängt, dass Medien unsere Beziehung beeinflussen und unsere Sicht auf die Liebe. Und das tun sie und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und das wird leider hier nicht wirklich angesprochen. Also von daher, wie immer, viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Ich kann es nicht empfehlen. Alles Liebe, euer Christian, bis morgen.